Not hello everybody, sondern hallo alle zusammen. Sehr komisch, das Ganze auf Deutsch zu machen. Ja, mein erstes und vielleicht nicht letztes deutsches Video. Und zwar geht es um ein Unterkleid aus dem 18. Jahrhundert, im Englischen Shift genannt. Ich würde es bei uns, also auf Deutsch eigentlich als Unterkleid bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es einen richtigen Fachbegriff dafür gibt. Wenn ja, blende ich ihn irgendwo ein. Auf jeden Fall ein Unterkleid, es wurde unter dem Korsett, damals genannt Schnürbrust, getragen. Es hat erstens einmal die Kleidung beschützt, dass sie nicht so schnell schmutzig wird. Man konnte es sehr leicht waschen, weil es meistens so sehr pflegeleichten Leinen war. Und es hat die Haut davor geschützt, dass das Korsett nicht reibt oder unangenehm zu tragen ist. Ja, und ich zeige euch, wie man so ein Unterkleid macht. Und wie ihr vielleicht wisst, ich habe eine Umfrage gestartet, ob ihr gerne ein deutsches Video haben möchtet. Denn ich dachte mir, für Unterkleider, gerade diese Art von Unterkleidern, die wirklich sehr simpel sind und nur aus Rechtecken und oder Dreieck bestehen, gibt es einige Videos online. Vielleicht ist es einfach mehr Nutzen als ein englisches. Und ich würde sagen, ich lasse es jetzt mal mit mir reden, weil ich rede immer sehr lang und es tut mir sehr leid. Und wir fangen an mit dem Schnitt, denke ich. Also ich versuche jetzt einmal den Schnitt zu erklären. Und zwar besteht der nur aus Rechtecken und Dreiecken. Also es ist eigentlich vom Schnitt her ziemlich einfach. Ich zeichne das jetzt so grob auf. Wir haben zuerst einmal ein ganz großes Rechteck. Hier. Und zwar natürlich nicht so, wie ich das jetzt gezeichnet habe, sondern wirklich schön. Bitte ausmessen, falls ihr das nachmacht. Also zuerst einmal, wie kommt man auf die Länge? Das ist der Vorderteil des Unterkleids. Also ist das eure Schulter und da dann das Ende des Kleides, je nachdem wie lange ihr es haben wollt. In meinem Fall waren das jetzt 103 cm, also einfach mit einem Maßband von der Schulter bis zu den Knien oder wie lange ihr es haben wollt. Knielänge ist ganz gut, man kann es auch ein bisschen länger machen oder ein bisschen kürzer. Und die Breite dieses Rechtecks ist dann einerseits eure Schulterbreite und andererseits sollte auch die Taille darin Platz finden. Also es wird um die Taille nicht mehr weiter als das. Also man sollte auf jeden Fall entweder, je nachdem wie man gebaut ist, das breitere Maß nehmen. Also bei mir wäre das jetzt die Schulterbreite. Wenn man mehr Taille hat, dann mehr Taille Schulterbreite haben sollte, dann muss man natürlich die Taille nehmen, damit das Kleid nachher auch passt. In meinem Fall waren das dann 50 cm. Das hat ganz gut gepasst. Und das wird zweimal ausgeschnitten. Bei beiden Teilen wird ein bisschen was oben ausgeschnitten. Und zwar beim Vorderteil schneidet man, je nachdem wie breit die Schulter ist, also misst von einem Schultergelenk, was dann da wäre, bis circa wo man den Ausschnitt haben will, an seinem Körper. Und macht dann so einen runden Ausschnitt. Man kann ihn ruhig recht weit machen, weil im 18. Jahrhundert waren die Kleider sehr tief geschnitten und es ist natürlich gut, wenn das Unterkleid unter diesen historisch richtigen Ausschnitten ist. So, also das wäre fürs Vorderteil einmal. Und fürs Rückenteil, ich zeichne das jetzt gleich hier ein, bitte nicht verwirrt sein, macht man einfach einen bisschen kleineren, je nachdem wie man will, je nachdem wie man das Kleid plant, auch so einen leicht runden Ausschnitt. Der ist dann für hinten praktisch. Also wenn ich das jetzt so einzeichne, sieht man eh, dann kann man sich vorstellen, da geht dann der Kopf durch und da hat man dann die Schulter. Gut, dann zum nächsten Rechteck, was wir brauchen, und zwar die Ärmel. Die Ärmel werden wahrscheinlich breiter als länger. Zumindest war das bei mir so. Aber ich wollte recht kurze Ärmel machen, weil ich nur dreiviertelärmelige Kleider aus dem 18. Jahrhundert mache oder vorhab zu machen, wo man da noch nichts langärmeliges ist. Das heißt, ich brauche nur ein Unterkleid, was bis zu meinem, das ist eigentlich über dem Ellbogen ändert. Also braucht man im Prinzip, muss man im Prinzip von der Schulter bis zu der gewünschten Ärmellänge messen. Und das waren bei mir 30 cm. Das hat bei mir dann genau über dem Ellbogen geändert. In die Breite braucht man den Umfang vom Arm, bloß ein bisschen was, damit man sich gut bewegen kann.
Mein Ärmel ist in der Tat ein bisschen zu weit geworden, also ich würde es im Nachhinein enger machen. Aber ich hatte 42 cm. Wie gesagt, ich würde jetzt, wenn ich das ganze Kleid noch einmal machen würde, auf 40 gehen bei meiner Größe. Ich habe außerdem Größe 40, also falls jemand die gleiche Größe hat, ich glaube, die Maße können wir ganz gut übernehmen. Dann braucht man noch ein kleines Quadrat. Und zwar ist das ein Einsatz, der zwischen Ärmel und dem Unterkleid kommt. Der war bei mir 7 mal 7 cm. Ich finde ihn auch ein bisschen zu groß im Nachhinein, was natürlich den Vorteil hat, dass man sich sehr gut bewegen kann in dem Kleid. Aber es ist nicht so. Ich würde im Nachhinein auch 6 mal 6 machen wahrscheinlich. Das letzte Teil, was wir brauchen, ist ein Dreieck. Ich hatte sehr viel Stoff, also habe ich meins einfach so aus dem Stoff ausgeschnitten. Historisch gesehen hat man natürlich Stoff gespart und es gibt auch ein sehr schönes Layout, um diese Sachen auszuschneiden. Findet man sich im Internet, wenn man danach sucht. Und zwar wird da der Ärmel praktisch darauf gelegt, das dann dazu und aus diesem unteren Teil, der übrig bleibt, schneidet man zwei so Dreiecke aus, die dann in der Mitte mit einer Naht verbunden sind, damit man das einsetzen kann. Also man kann sehr gut Stoff sparen mit diesem Kleid. Aber ich habe mir, glaube ich, 2 Meter gekauft und das war mehr als genug. Man soll es eigentlich auch nur mit einmal die Länge schaffen. Also nur einmal die Körperlänge. Ich hätte das zweimal, deshalb habe ich natürlich sehr viel sehr großzügig zuschneiden können und habe deshalb mein Unterkleid ziemlich weit gemacht. Nämlich mein Dreieck hat eine Breite von 64 cm. Also eigentlich wird das auch zweimal zugeschnitten, natürlich, weil man braucht links und rechts was zum Weitermachen. Und das hat dann das ganze Kleid. Im Prinzip hat das Kleid dann unten beim Saumen einen Umfang von 96 cm, also fast 1 Meter. Das ist schon ziemlich weit ist und für die Kleider damals jetzt nicht so üblich. Die waren vielleicht doch ein bisschen enger, als ich jetzt gemacht habe. Aber ich wollte es wirklich schön weitermachen. Und die Länge in der Mitte dieses Keils ist bei mir 68 gewesen. Also das ist vom Saum hier unten genau bis zur Taille hinauf. Ja, das ist eigentlich der ganze Schnitt, den ihr braucht für dieses Kleid. Das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich alle Teile zugeschnitten habe, beziehungsweise in dem Fall gerissen, war es die Schulternähte zu schließen. Und so habe ich das so gemacht, dass sie ca. 2 cm überlappen. Dazu habe ich jeweils beim Vorderteil und beim Rückenteil ein bisschen was eingeschlagen, ca. einen halben Zentimeter, und dann einfach mit der Hand niedergenäht. Dadurch ist die Schulternaht ein bisschen stabiler, als wenn man sie einfach nur rechts auf rechts zusammennähen würde und hinten versäubern. Und so schaut das aus, wenn man das Ganze sieht. Man sieht die Fransen vom Reißen des Stoffes an der Seite, und das ist wichtig, weil diese Unterkleider, nachdem sie so gerade sind, müssen wirklich fadengerade sein. Das heißt, eine Möglichkeit ist es zu reißen, andere Möglichkeit wäre es, einen Faden zu ziehen und ganz genau an dieser Linie entlang zu schneiden. Nachdem die Schulternaht fertig wäre, kann man eigentlich gleich mit dem Ärmel anfangen. Und zwar habe ich dann, um genau zu sein, mit dem Einsatz begonnen. Und zwar habe ich dazu einmal den Ärmel genommen und so gefalten, wie man ihn dann auch zusammennähen würde. Also praktisch die beiden Ärmelnähte aufeinander. Und an eine dieser Ärmelnähte habe ich einmal eine Seite des Einsatzes angenäht. Dabei habe ich mir Markierungen auf dem Einsatz gemacht, genau 1 Zentimeter weit, also was meine Nahtzugabe war, 1 Zentimeter weit weg von der Kante, wo sich dann diese Überkreuzungen gebildet haben. Und ich habe genau an diesem Kreuzungspunkt angefangen und bis zum zweiten Kreuzungspunkt genäht. Nachdem die erste Seite eingenäht war, habe ich dann die zweite Seite von dem Einsatz genommen, also gleich die, die daneben liegt, und die in die andere Seite der Ärmelnaht eingenäht. Auch wieder von Kreuzungspunkt bis zum Kreuzungspunkt. Und dann entsteht da so ein kleines Dreieck, wenn man den Ärmel flach hinlegt. So, wenn dann der Einsatz drinnen ist, dann kann man auch schon die Ärmelnaht schließen. Die haben wir schon vor euch aufeinander gelegt. Und ihr seht, wo ich die Stecknadeln in den Stoff gesteckt habe. Ich habe 1 cm Nahtzugabe und dann habe ich auch 1 cm weit weg von der Kante genäht. Und zwar
bis zu der Naht vom Einsatz praktisch. Also ihr seht dann genau, wo die Naht endet und genau bis zu dem Punkt sollte man das dann auch schließen. Nachdem der Einsatz im Ärmel eingenäht ist, kann man dann eigentlich schon den Ärmel einsetzen. Und dazu habe ich den Ärmel in die Hälfte gefalten, damit man praktisch den Schulterpunkt mit einer Nadel markieren kann. Und diese markierte Stelle habe ich dann genau auf die Schulternaht des Basiskleides gesteckt. Und von dort aus beide Seiten angenäht bis zu der Naht des Einsatzes. Dann ist der obere Teil des Ärmels eingesetzt und man kann sich mit dem unteren Teil beschäftigen, was die zwei verbleibenden Seiten dieses quadratischen Einsatzes sind. Und zwar wird genauso wie beim Ärmel selber eine Seite an das Vorderteil des Basiskleides genäht und die andere Seite ans Rückenteil, immer wieder genau bis zum Kreuzungspunkt, damit man nachher beim Versäubern keine Probleme hat, diese Nahtzugaben zu erwischen. Und dann kann man schon die Seitennaht zusammennähen, die in diesem Fall ziemlich klein ist. Bei mir waren es ca. 5 cm. Das ergibt sich daraus natürlich, wo der Ärmel endet und auf der anderen Seite, wie lang der dreieckige Einsatz ist. Das heißt, man misst die Länge von dem vom Rockteil, also vom Saum hinauf. Und diese Länge, die sich dann da ergibt, ist dann die Seitennaht praktisch. Das ist dann natürlich auch die engste Stelle des Kleides. Und wenn wir schon vom dreieckigen Einsatz sprechen, der wird dann gleich als nächstes eingenäht. Und zwar, wie gesagt, von der Seitennaht bis runter zum Saum. Der gibt dann halt die Weite des Rockteils. Und ich habe das so gemacht, ich habe zuerst oben dieses Dreieck eingenäht, weil das der schwierigste Teil ist. Und es ist für mich leichter gewesen, zuerst einmal die obersten 10 cm einzunähen und dann mit dieser Kante, mit dieser Ecke herumzuspielen und dann einfach die ganze Länge in einem Grad runternähen. Das ist auf jeden Fall einfacher und ich würde es auf jeden Fall so empfehlen zu machen. Vor allem, wenn man sich vernähen sollte, muss man dann nicht die ganze Länge auftrennen, sondern einfach nur dieses kleine Stückerl, was man gerade eben genäht hat. Wichtig dabei ist auch wieder, dass man sich diesen 1 cm Nahtzugabe markiert und dass man beim Einsatz oben bei der Kante auch einen Kreuzungspunkt hat und dass man da wieder mal nicht weiter näht. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich habe bis jetzt keine einzigen Nähte versäubert. Weil dadurch, dass dieses Kleid nur aus Rechteck und Einsätzen besteht, bleiben eigentlich alle Nähte bis zum Ende hin so weit offen, dass man sie versäubern kann. Bis auf die Schultern natürlich, deshalb haben wir diese erstes gemacht. Versäubert habe ich das Ganze ganz einfach auf eine historische Art und Weise. Und zwar mit einer flachen Übernaht, die man mit der Hand niedernäht. Dazu schneidet man eine Seite der Nahtzugabe zurück, circa auf 5 mm, also 5 mm, wenn man 1 cm Nahtzugabe hatte, so wie ich. Schneidet auf der anderen Seite Fransen, falls welche da sein sollten, weg. Und faltet es dann über die kleinere Nahtzugabe und dann nochmal flach aufs Kleid. Und dann näht man diese Nahtzugabe praktisch am Kleid an und schaut, dass man möglichst wenig Stoff erwischt, wenn man das annäht, damit das von außen fast wie unsichtbar aussieht. Beim Versäubern kommt man dann irgendwann zu einem Punkt, wo es dann irgendwie nicht mehr weitergeht. Und das ist gerade bei den Ecken um die zwei Einsätze. Dort muss man dann die Nahtzugaben einzwicken, damit man sie eben flach hinlegen kann, weil man sie in verschiedene Richtungen legen muss, damit man wirklich gut um alle Nähte herumkommt. Und dann habe ich das Ganze einfach mal ganz gut gebügelt, damit die Nähte schön flach liegen.
Was noch zum Tun ist, ist den Ausschnitt versäubern. Und das ist das, was ich als nächstes gemacht habe. Ich habe das mit einem Schrägband gemacht. Und zwar habe ich Schrägbänder in der Länge, die ich gebraucht habe, um einmal um den Ausschnitt zu kommen, zugeschnitten. Und die dann auch zusammengenäht, weil es sich nicht ausgegangen ist in einem Schrägband. Schrägbänder werden grundsätzlich immer mit einem 45-Grad-Winkel zugeschnitten am Stoff, um eben ein bisschen einen elastischen Effekt zu bekommen. Die Nähte, wo ich die Schrägbänder zusammen genäht habe, habe ich dann flach gebügelt und ich habe auch einen Zentimeter nach innen umgebügelt auf dem Schrägband. Das ist dann nachher die Stelle, wo wir das Schrägband mit der Hand an dem Kleid annähen. Aber zuerst wird die offene Seite mit der Maschine an das Kleid angenäht. Und zwar wird die rechte Seite des Schrägbandes auf die linke Seite des Kleids genäht, dass man, wenn man das dann auf die richtige Seite umfaltet, die umgebügelte Kante des Schrägbandes außen hat. Ich habe das einfach gemacht, weil ich einfach diesen Effekt haben wollte. Kann man machen, muss man nicht machen. Man kann natürlich den Ausschnitt einfach wie einen ganz normalen Saum zweimal umschlagen und festnähen. Man kann das Schrägband auch nach innen gehen lassen. Aber diese Technik mit dem Schrägband hat für mich den Vorteil gehabt, dass ich einen Tunnelzug machen kann, mit dem ich den Ausschnitt auch enger machen kann. Das werdet ihr dann sehen. Wie ich das Schrägband am Ausschnitt angenäht habe, habe ich beim Anfangspunkt mir ein paar Zentimeter Überschuss gelassen und auch beim Endpunkt wieder ein paar Zentimeter Überschuss gelassen. Dadurch kann ich die zwei Enden dieses Schrägbandes zusammennähen, dann zurückschneiden und dann flach auf den Ausschnitt annähen. Die Nahtzugabe, wo ich das Schrägband angenäht habe, wird dann noch zurückgeschnitten auf ca. 5 mm, würde ich sagen, damit man dann dort keinen unnötigen Stoff hat, der das einfach nur dicker machen würde. Und dann falte ich das Ganze, so wie ich es euch erklärt habe, auf die rechte Seite des Kleiders und bügel das gut flach, damit das auch schön liegt. Und wie ich schon vorher erklärt habe, ich habe einen Tunnelzug gemacht. Und zwar, indem ich mit einer Ahle zwei Löcher in dieses Schrägband gestochen habe und das mit einem Stickgarn umnäht habe. Und wenn dann das ganze Schrägband mit der Hand angenäht ist, hat man dann einen Tunnelzug, wo ich dann eine Kordel durchgezogen habe, die ich aber dann nachher mit einem selber gemachten Baumwollband ersetzt habe, weil mir diese gelbe Kordel nicht wirklich gefallen hat und außerdem war sie ein bisschen zu kurz. Und dann hat eigentlich nur noch gefehlt, den Saum unten zu versäubern und den Saum am Ärmel zu versäubern. Und das habe ich ganz einfach gemacht, indem ich die Kante zweimal um einen Zentimeter umgeschlagen habe und dann mit der Hand niedergenäht, wieder mit der gleichen Technik, wie ich alle Nähte versäubert habe, damit man das eben von außen gar nicht oder kaum sieht. Und beim Ärmel genau das Gleiche. Was ich dann noch gemacht habe, was aber nicht notwendig ist, weil ich habe Falten in den Ärmel gelegt, weil mein Ärmel ziemlich weit geworden ist und ich dachte mir, ich glaube, es ist ein bisschen besser, wenn der ein bisschen enger ist, damit er nicht draufrutscht, wenn ich dann das Kleid darüber ziehe. Und damit war dann eigentlich mein Kleid fertig. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video einmal auf Deutsch gefallen hat und wenn ihr es getan habt, dann könnt ihr gerne kommentieren, natürlich auch gerne in Englisch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.